Nintendo Switch. Splatoon 2. Und damit herzlich willkommen zu meinem Let's Play zu Splatoon 2 Story Mode. Hier bekommt ihr also auch die Infos. Beim Online-RP werdet ihr die nicht bekommen. Es kam raus am 21.06.2017 und ordnet sich als Third-Person-Shooter ein und ist somit der zweite Teil der Reihe. Entwickelt wurde es von Nintendo EPD, die unter anderem auch The Legend of Zelda Breath of the Wild und Animal Crossing New Horizons gemacht haben, um jetzt mal zwei große Titel zu nennen. Und verkauft hat sich das Spiel 12,21 Millionen Mal, die Switch ca. 100 Millionen Mal. Somit hatte es mehr als jeder zehnte Switch-Besitzer. Wir starten so wie immer mit den Nachrichten. Hey, da sind wir wieder. Zeit für das Neueste aus Inkopolis, direkt vor Ort am Inkopolisplatz. Kommen wir zu den aktuellen angesagten Arenen für den Standardkampf. Arowana Center und Punkasio Skatepark sind zwei nice. Hier hat keiner eine Chance gegen mich, nicht in einer Million Lichtjahren. Mit Lichtjahren misst man aber Entfernung, keine Zeit. Weiter geht es mit den Arenen für den Rangkampf. Hotel Neotun. Buckelwalpiste. Hast du meinen coolen Trick mit den Dopplern hier neulich gesehen? Da hast du ja auch wirklich lange dafür geübt. Das erzählst du nur nie. Es fehlen noch die Arenen für Gigakämpfe. Achobit Games und Perlmutt Akademie. Marina, erzähl unseren Zuschauern was über die Perlmutt Akademie. Ja, also, die schalten Werbung bei uns und sind eine Kunstakademie. Okay. Hey, hör dir mal den neuen Jingle an, den ich für die Berg GmbH geschrieben habe. Leider, leider ist unsere Sendezeit um. Nächstes Mal, Perla. So, das war's dann auch wieder. Und denk daran, ihr seid cool, wir sind Tentacool. Okay. Ja, würden wir das Spiel komplett neu starten, würden die auch sagen, dass der Elektrowalz fehlt. Und wir betreten einfach mal das hier. Und wie ich in Splatoon 1 schon sagte, spielen wir hier das Inkling Girl. Ich weiß tatsächlich fast gar nichts von der Story, außer etwas weiter hinten, weil ich das bei Official Link 98 gesehen hatte. Die Octarianer kommen. Ein tektakuläres Hallo. Da bist du ja. Schon als ich dich auf dem Platz gesehen habe, wusste ich, dass du auserwählt bist. Du bist jetzt wahrscheinlich voll von den Socken, die echte Limone vor dir zu haben. Beruhig dich, Autogramm gibt's später. Wie, wer ich bin? Na, Limone, die bessere Hälfte der allseits beliebten Sirens, was weiß ich. Wie, nie gehört? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Aber was soll's? Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe was viel Dringenderes zu bereden. Ich brauche da etwas Hilfe. Hast du mitgekriegt, dass der Riesenelektrowelz weg ist? Die Energiequelle für den Inkopolisplatz? Dahinter stecken die Octarianer. Wie ich das weiß? Oberflächlich betrachtet sehe ich vielleicht nur wie ein unfassbar talentierter Popstar aus. Aber in Wahrheit bin ich Nummer 2 der neuen Aquamarine.
einer Geheimeinheit von Helden, die die Welt vor den Oktarianern rettet. Ich habe versucht, die Oktarianer im Auge zu behalten, aber ich habe immer so viel zu tun. Wenn nur Aiolo hier wäre. Jedenfalls, du musst mir helfen, die Elektrowelt zurückzuholen. Was sagst du? Ich habe kein Nein gehört, also werte ich das mal als Zustimmung. Damit bist du ab sofort Nummer 4 der neuen Aquamarine. Als Bonus bekommst du einen brandneuen Heldenanzug. Passt ja perfekt, gut siehst du aus. Nicht schlecht dafür, dass das nur mein alter Anzug ist. Dann kann's ja losgehen. Gehen wir ein paar Oktarianer Tentakel verknoten. Eins noch, du musst die Geheimzugänge zu den Verstecken der Oktarianer erst einfärben, bevor du sie betreten kannst. Okay. Wenn du etwas Auffälliges siehst, probier einfach Tinte da drauf zu klatschen. Okay, die Pinken halten schon etwas länger. Übrigens spiele ich das mit dem Nintendo Switch nicht Wireless Pro Controller. Deswegen auch kein Gyrosensor und deswegen musste ich euch auch das Tutorial, konnte ich das halt nicht mit reinnehmen. Ich habe gesehen, wie schlimm das bei Official Link 98 aussah. Einfach nur, weil er halt mit Gyrosensor spielen musste. Und ich habe gesagt, nee, das tue ich mir nicht an. Spielen wir einfach schon mal das erste Level. Die Oktarianer können's nicht lassen. Damit wir auch was sehen hier in dem Part. Ja, wir sind hier Nummer 4 in dem Spiel. In Splatoon 1 waren wir Nummer 3, also sind wir jetzt der Nachfolger. Färbe gegnerische Tinte mit deiner eigenen um. Ich bin nicht blöd, ich bin schon Stufe 7 in Online. Und in Splatoon 1 über 37 wahrscheinlich, wenn das hier kommt. Die Musik ist aber ganz gut. So, da haben wir auch schon einen Oktarianer. Was ist das? Ach so, okay. Wenig Deckung, versteck dich mit ZL. Junge, lass mich einfach in Ruhe. Natürlich ist das Ziel hier, so wenig wie möglich zu sterben. Ja, ein Sprungfeld. Sehr schön. Wartet mal, was ist denn dieses andere Ding? Es gibt jetzt nicht nur noch Schriftrollen? Ach ja, stimmt, da war ja was. Das ist gar nicht mal so nice. Weil ich jetzt nicht weiß, wo ich das alles herbekomme. Ich weiß, wie ich mich umsehe. Ich bin nicht blöd. Es gab ja so oder so schon ein Tutorial. Oh Gott. Die machen mir ja ganz schön viel Schaden noch. What? Okay, ich bin ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, okay, dass ich gleich so viel Damage kassiere. Da muss ich jetzt mich auch erstmal dran gewöhnen, weil die Waffe schießt ja um einiges langsamer als in Splatoon 1 noch. Und das lag nicht nur daran, dass wir die da regelmäßig geupgradet haben, sondern auch, weil sie hier einfach langsamer ist. Was ja auch nicht unbedingt schlimm ist, weil so wird es etwas schwerer. Aber wie gesagt, ich muss mich daran nur erstmal dran gewöhnen. Ein Sprungfeld. Ich hoffe mal, dass sie das jetzt. Ich hoffe, dass sie jetzt mal nicht so gleich übertrieben haben mit dem. Mit den zwei sammelbaren Gegenständen. Weil das wäre krass.
Na wohl, vielleicht hoffe ich es auch doch, damit es etwas schwieriger wird. Ich habe nämlich tatsächlich Lust auf ein schwieriges Spiel hier. Ich gucke mir natürlich beide Seiten an, keine Sorge. Ja, hier war jetzt nichts wirklich. War in Splatoon 1. Ich hoffe, es hat jeder gesehen. Wenn nicht, dann ist es jetzt wahrscheinlich ein totaler Spoiler. Da bin ich ja nicht einmal Game Over gegangen. Und das war schon nice. Ich denke nicht, dass wir das hier halten können, weil ich kenne das Spiel fast gar nicht. Hat mir auch halt wirklich nur ein paar Parts von Official Link 98 angeguckt, bis er es halt abgebrochen hatte. Aber wenn ich was lange Zeit nicht finde, dann werde ich nachgucken. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Aber ich werde erst immer noch mindestens ein zweites Mal suchen, bevor ich nachgucke. Was ist das? Ach so. Übrigens, diese Perlen, die wir hier einsammeln, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist das Geld hier. Also damit können wir uns auf jeden Fall dann Upgrades kaufen, die wir, denke ich mal, gebrauchen könnten. Deswegen versuche ich, einiges mitzunehmen. Noch ein Checkpoint. Ja, ich weiß, man kann Gegner mit Bomben ablenken. Ihr könnt ja gerne das, was sie da unten sagt, die ganze Zeit lesen, aber ich weiß halt schon einiges. Wartet mal. Okay. Nein! Okay, wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo eine Sache ist. Aber gutes Versteck. Komme ich beim Er bin ich jetzt nicht gleich drauf gekommen. Man hätte noch ein bisschen höher schwimmen müssen. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Oh Gott. Junge, lass es. Dreh dich um. Okay, irgendwie habe ich sie getötet. Oder es, was weiß ich, was es ist. Die mit dem Schild nerven mich jetzt schon. Letzter Checkpoint und wir. Okay, wir haben jetzt die Spezialwaffe. Und uns fehlt halt trotzdem noch was. Okay, ich denke mal, wir haben sie erstmal ausgeschalten. Außer den hier. Aber für was ist der jetzt? Okay, nochmal eine Spezialwaffe. Aber wir scheinen beides verpasst zu haben, okay. Akzeptiere ich auch. Alter, das hat ja ordentlich zerfetzt. Ich weiß halt auch gar nicht, wie dieses andere Ding aussieht.
Nein, ich bin aber auch so ein Vollidiot. Ich bring mich mal kurz um. Weiß nicht, was da jetzt noch gewesen wäre. Ja, ich weiß, ich muss es so oder so nochmal spielen, aber trotzdem. Geht ja schnell. Und das hat jetzt einige erlegt, würde ich mal sagen. What? Ach Leute, das war gar nicht. Ach, los. Das war gar nichts Relevantes, alles gut. Na gut. Das heißt dann nur leider, wir haben es verpasst. Was auch immer das ist. Zeit 9 Minuten. Na gut, dann mache ich mich jetzt noch mal auf die Suche. Bei uns fehlen ja zwei Sachen. In den nächsten Parts werden wir hoffentlich auch mehr schaffen. Ja, wir haben ja eh noch eigentlich relativ viel Zeit. Nehmt euch jetzt einfach mit. Ich habe halt Angst, dass es irgendwo an der Wand ist, wo man dann einfach random runterspringen kann. Das war ja in Splatoon 1 sogar manchmal so. Naja. Okay. Hey, woher weiß sie, wo ich bin? Hä, es macht gar keinen Sinn. Hey, lol, das macht halt wirklich keinen Sinn. Woher weiß sie denn, wo ich bin? Okay. Okay, hier war jetzt nichts. Was ist das da drüben eigentlich? Ich habe jetzt einfach mal die Münzen noch mitgenommen. Okay. Hä, aber wo soll denn das sein? Lol, wenn das da drinne ist, ne? Wartet mal, ich bringe mich mal kurz um und gucke nach. Da war ja eh gerade ein Checkpoint. Weil sie trägt das Ding ja. Nee, war nichts drin. Okay, schade.
Hier war ja auch nichts. Da wartet mal. Ne, man kommt die Kisten nicht hoch, okay. Das hätte ich mir jetzt vielleicht noch vorstellen können, dass man irgendwie die Kisten hochklettern muss. Damit dann dort oben irgendwie was ist. Ich gucke jetzt mal auf der anderen Seite nur. Nein, hier ist halt ansonsten nichts. Ich verstehe es nicht. Wartet mal, hier sind Pfeile. Hey, was sollen die mir sagen? Da unten ist nichts. Ich lasse mich nicht verarschen. Ach so, okay. Das war auf der anderen Seite auch. Dann werde ich wohl tatsächlich schon im ersten Level nachgucken müssen. Ich finde es nämlich nicht. In Splatoon 1 habe ich sie noch alle selbst gefunden. Das scheint jetzt vorbei zu sein. Das passt mir gerade gar nicht, dass hier so viele sind. Junge, lass es einfach. Okay. Da ist ja vielleicht gleich noch das zweite. Hier dachte ich nämlich vorhin eigentlich. Oh nee. Oh, du bist so ehrenlos, wirklich. Auf jeden Fall hier oben. Hier ist die Schrift. Ne, hier ist das andere Ding. Was auch immer das ist. Wo soll die Schriftrolle sein? Ne, ich falle schon nicht runter. Oben ist schon der scheiß Elektrowelt. Hallo? Was ist denn das hier? Hätte nicht runterspringen sollen, oder? Ich bringe mich noch mal um. Ja, aber ist hier echt nichts? Nein. Hä? Willst du mich verarschen? Da ist sie? Ja, habe ich die Kiste nicht gerade eben geöffnet? Okay, wenigstens haben wir jetzt beide Sachen.
Wir mussten nicht nachgucken. Das ist wenigstens schon mal etwas. Jetzt werde ich mich beeilen, keine Sorge. Die sterben alle. Ja, das war wenig. Komm, mach auf. Das zweite Ding muss ich mir jetzt nicht zwingend noch holen. Wir machen jetzt den Elektrowälz auf und beenden den Part. So, während der Darbietung einer jungen Dame beim Nachwuchsgesangswettbewerb beschädigte eine plötzliche Schockwelle den Veranstaltungsort. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Was ist das andere Ding? Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall sammeln. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier für eure Aufmerksamkeit, dieses Parts von Let's Play Splatoon Online. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.